Ja, der hat auch nochmal schön gezogen. So, Lulu braucht Energie. Und bitteschön. Boah, Alter, zum Glück habe ich die geheilt. Oh, Kacke, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Jetzt brauche ich Kimari wieder. Ja, der war schön. Weg mit dir, Arm. So, Blitzra. Der Abwechslung halber. Zack, weg mit. Und jetzt auf die Mitte. So, du musst mir mal ein bisschen helfen mit heilen, Mädchen. Oh, 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 oh. Ich möchte die Ra, die verstärkte Attacke. Ja, doch, der Rumpf ist schon etwas... sag ich's. Etwas besser geschützt, was die Zauberabwehr, Alter, angeht. Der war nicht schlecht eben. Immer schön heilen. Und ich sehe, ich bin gnadenlos über die Zeit, weil ich voll im Kampf drin stecke. Bis zum nächsten Mal. Ach, na toll, da muss ich nachher blöd schneiden. Aber gut, weiter geht's. So. So, das Finale mache ich aber mit einer Bestia. Und zwar mit Ifrit. Gute alte Ifrit. Damit ich schön viel Erfahrung bekomme. Solaris Strahl, eiskalt, voll in die Fresse. Obwohl, ich hätte noch warten können, bis die zwei Arme sich wieder regenerieren. Scheiße, die hätte ich nicht glatt mitgenommen. Egal. Jawohl, fast 5000 Schaden vernichtend. Das Vieh hat genug. Der ist fertig. Jetzt gibt es natürlich erstmal schön Erfahrung. Oder auch nicht. Ach du Scheiße. Wir sehen auch bekannte Gesichter, die Lucille kämpfen mit. Look out! Scheiße. Das Vieh gibt auch nicht auf.
Zima beschützt uns gerade. Boah, der Kanonenschlag von Sinn hat aber gesessen. Hier ist alles im Arsch. Ach du Scheiße. Stand back, Lady Luna. Yes. So, im zweiten Anlauf können wir die Mistratte jetzt aber endgültig vernichten. Also Seymour dürfen wir jetzt auch steuern. Schwarzangriff hat er natürlich alle Ras. Und die klatschen natürlich übelst rein, weil er sehr stark ist. 1300 Schaden ist nicht schlecht. Weißmagie. Ach, ist eigentlich egal. Ich def mit dir. Immer mit schwarzer Magie voll draufhalten auf den Kerl. Gewohnte Taktik. Zuerst die Exkremente vernichten und dann auf den Körper. Mit Yuna kann man hier heilen, falls es nötig wird. Notfalls auch mit Seymour, der sogar Vitra drin hat, also doppelt so stark ist wie Vita. Blitz drauf den Körper. Zack. Auron macht den zweiten Arm kaputt. Den Kampf beende ich hier schnell. Nee. Einfach weg mit. Das Vieh hat wenig Chancen gegen uns. Der hilft auch kein Gravitar. Könnten wir allerdings doch mal Auron kurz anheilen. Dass der nicht ganz so schlecht dasteht. Ja, der hat auch nochmal ordentlich gezogen. Sehr schön. Eisra haben wir auch noch nicht gesehen. Und vor dem vernichtenden Schlag mache ich doch nochmal einen Stopp und sage bis zum nächsten Mal. Euer Slugsy.